Hallihallo, willkommen zurück zu einer wundervollen Folge Assassin's Creed Origins. Und wir kümmern uns jetzt mal um diese nette kleine Nebenquest hier. Also, wahrscheinlich ist sie hier irgendwo, irgendwann. Ah, es gibt hier Sachen zum kostenlos lange Ausleihen. Sehr schön. Na gut, da sage ich nicht nein, ne? Moment, ich muss mir noch ein paar Dinge kostenlos lange ausleihen. Moment, warte, ich bin gleich da. Habe ich nicht übersehen, sowas. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Festtagsbrote! Frische Festtagsbrote! Ich glaube, hier gibt es Lembas-Brote. Brote in allen Größen und Formen. Brot in Form der Doppelkrone. Ich verfluche Armes den alten Kotfresser. Das feinste Brot in Onkel, Memphis. Es erfüllt mich mit Stolz, dass du nun der größte Abnehmer und Verkäufer von Flachs in ganz Ägypten bist. Mögen deine Lagerhäuser der Ein- und Ausgang deiner Waren wissen. Den Eingang und Ausgang deiner Waren wissen. Und mögen deine Kassen immer voll sein. Von einem. Mögen Leber, Lunge und Magen von Armes dem Obsthändler zu Asche zerfallen. Alles klar. Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Costa ist für alle da. Das Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Und ihr Brot, ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Und ihr Brot riecht köstlich. Na, wenn das Brot köstlich riecht, na dann. Dann müssen wir uns natürlich gegen das Regime stellen, ist vollkommen klar. Wenn das schlecht gerochen hätte, ganz andere Sache, ne? Aber wenn es gut riecht, naja, dann müssen wir wohl. So, was ist denn hier los? Bist du der Costa? Ja, das bin ich. Theta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Theta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Theta? Wenn es sein muss. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Theta. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Theta rettete. Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zeit? Bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Theta sind. Theta, oh Theta, ihr Antlitz ist wie die Sonne. Theta, meine Liebe, ich komme zu dir. Rasch! Nur noch... Theta! Du hast meinen Costa dabei! Dieser Mann will dir etwas sagen. Nun? Theta!
Ich liebe dich. Was? Und ich weiß um einen Plan zur Vergiftung von Timehotep, der Liebsten des Hohepriesters. Was? Was? Die edle Timehotep liebt unsere Kuchen und Brote. Seit 5 Jahren schon beliefern wir den großen Tempel. Aber gestern hörte ich eine Wache sagen, dass die Kuchen diese Woche vergiftet wurden. Sind sie schon im Tempel? Ich weiß nicht. Sonst sind sie noch in der Garnison. Dann muss ich mich beeilen. Das ist mir alles zu viel. Was? Möchtest du dich setzen? Nein, ich muss nachdenken. Ach, natürlich, Liebes. Mensch. Sei still. So, okay, wir sollen Dinge kaputt machen. Krieg ich hin. Dinge kaputt machen kann ich. Ja, komm. Zieh Finger. Ja, okay. Mach ich gerne. Danke. Ja gut, einfach so. Ach nee, jetzt sag nicht, ich muss hier in diese große Garnison rein. Das wollte ich doch erst beim nächsten Mal machen. Doch diese Kackgarnison hier machen. Ist ja auch gar nicht groß oder so. Nee. Ich sehe aber zumindest schon mal kein Feuer. Das ist ja schon mal was. So, warte. Jetzt muss ich aber noch mal durchlesen, was hier los ist. Und zerstöre die Krüge mit den vergifteten Kuchen. Ja, ist klar. Und ich darf jetzt einfach hier rein? Oh. Was hast du nur? Diese Zone ist tabu. Gut, anscheinend nicht. Ich wollte ja nur auf Nummer sicher gehen, bevor ich jemanden umbringe. Dann fall halt nicht runter. Das ist mir jetzt gut. Ein Korb mit Kuchen. Es ist noch nicht zu spät. Ich sorge dafür, dass niemand vergiftet wird. Also jetzt darf ich Leute nicht ich soll Leute davor retten, vergiftet zu werden und muss mich dadurch erstmal durch die ganzen Leute durchschnetzeln, die eventuell dadurch vergiftet worden wären. Macht doch gar keinen Sinn. Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen.
Bastard! Da bist du ja! Ich verstehe es gerade wirklich nicht, aber es ist egal. Ich muss es, glaube ich, auch nicht verstehen. Okay, weiter geht's. Oh, da hinten gibt's doch irgendwie anscheinend ein Feuer. Das müssen wir mal gucken. So. Hier. Dann. Hey, was? So, dann gehen wir mal hier hin. Oh oh. Hätte schlimmer ausgehen können. Ah, wir kriegen das alles noch hin. Hey, was? Ort beendet. Ja, aber die Quest ja noch nicht. Ach, Mensch. Achso, das sind einfach die hier, die sind. Ja gut, dann gehen wir da runter.
Noch ein Korb mit Kuchen. Die gehören auch vernichtet. Ich sollte nachschauen, ob es noch mehr gibt. Katastrophal kritische Kuchenkörbe. Das war der letzte Kuchen. Timehotep ist jetzt sicher. Ein Glück. Was ist das hier drüben für ein Bewegung, Schatz? Los, den Weg frei! Memphis, du erzitterst unter den Qualen des Fluches! Memphis, du erzitterst unter den Qualen des Fluches! Gut, also diesen da muss ich mir nochmal angucken. Memphis, du erzitterst unter den Qualen des Fluches! Habe ich jetzt hier alles erreicht, oder? Bewegung! Hey, los! Was bist du denn für einer? Gib den Weg frei! Was? Okay. Oh, gut, die hauen ab. Wir hätten dann eigentlich alles, oder? Ach, ich denke mal schon. Wenn wir mal hochgehen, aber ist halt echt undurchsichtig hier, das Ganze. Hier oben sind ja dann eh bloß die Dinger drin. Ja. Hey. Das wird jetzt schon so passen. Wieder optimistisch. Aber jetzt haben wir tatsächlich noch Zeit. Ich fasse es überhaupt nicht. So, was ist das da für ein Schatz? Wie komme ich da hin? Du, das Unterwasserfliegen ist ganz schwierig. Auch noch? Hä? Was sind denn hier alles für Schätze überall noch unten? Kann aber nicht wahr sein. Muss ich da hier unten hin? Sieht fast so aus, ne? Verwirrt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, da ist irgendwas. Ach Quatsch, hier ist nichts. Du kannst nicht fliehen! Aber da ist auf jeden Fall der Schatz. Ich erschieß ihn! Ach Quatsch, machst du nicht. Schießt vielleicht, aber nicht erschießt.
Geht's hier noch runter? Nee, ne? Ich bin gespannt. Also. Hä? Alter, jetzt tu doch mal nicht so. Geronimo! Nicht den jetzt hier bitte schon wieder. Aua! Ja, du hast ja recht. Sind noch. Aber die Schätze, die sind einfach so hier oben drin, oder? Ah, alles klar. Die sind da einfach so oben drin. Aber der da ist. Genau, der muss immer noch unter der Erde sein. Also das sind die und das ist der wahrscheinlich, der noch unter der Erde ist. Spannend. Guck mal, da geht's lang. Ernst ist ja nicht. Was es hier noch für unterirdische Katakomben gibt. Kann das sein, dass ich irgendwann mal hätte hier hingemusst und jetzt schon wieder zu zeitig da bin? Obwohl, nee, hä? Anhänger des Sobek? Das kennen wir doch schon. Das genau, das kennen wir doch schon. Warum hab ich die anderen dann nicht gefunden gehabt? Ich hab nicht ordentlich gesucht. Das passiert, ey. Es sind traurige Zeiten, in denen der Thomas den Loot nicht ordentlich sucht. Macht mich auch ein bisschen bestürzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ach, guck mal, da unten sind die wieder. Haust dich ins Bett. Na dann, schlaf gut, mein Leute, schlaf gut. Und träum was Schönes. Jetzt will ich noch mal gucken. Gibt's nichts weiter.
Ja, genau das wollte ich von dir. Genau das wollte ich von dir. Ich bin total verwirrt. Ja, ne, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig. Ist ja doof. Also einerseits ist hier oben was, aber halt ganz oben. Andererseits sind irgendwie unten auch noch Dinge, aber an die komme ich nie ran. Das ist ja doof. Elende Missgeburt, was soll das werden? Lass uns über was anderes reden. Hey, ich bring dich um! Huch! Ich kann ihn treffen! Ah, ist ja gut. Du müsst gleich wieder auf sonst was aus sein, ne? Finde ich nicht gut. Wie ich zu den ganzen Schätzen komme. Ist denn das zu viel verlangt? Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Verstanden. Gib den Weg frei! Nee, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Das Sperrgebiet, ha? Thomas. Nö. Wir laufen mal einfach so rein. Ja, interessant. Hilfsmittelkill. Ich hab doch niemanden umgebracht.
Oh, anscheinend habe ich jemanden umgebracht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Die hängen mir hier die ganze Zeit irgendwelche Kills an, dabei habe ich gar nichts gemacht. Erst geschrieben stehen, dass dieser Tempel von nun an das Gefäß für alle weltlichen Besitztümer der adligen Häuser Ägyptens ist. Mögen diese Mauern alles behüten, das ihnen lieb und teuer ist. Gut. Mach mal. So, kann ich jetzt hier drüben noch einen... Kann ich? Oder kann ich nicht? Okay. Gut. Bringt mir gar nichts, hier unten zu sein. Nö. Alles klar. Ach man. Jetzt wollte ich noch was Schönes zum Abschluss haben, machen, tun. Ist mir nicht erlaubt. Ganz toll. Na gut, dann eben nicht. Ich krieg irgendwie ständig irgendwelche Kills. Weiß auch nicht warum. Na gut. Es ist so stumpf. Es ist so stumpf mit dem Gift oder mit den vergifteten Waffen. Es ist wirklich so dumm. Du weißt, die Leute, die hier vergiftet sind, die wenn da Leute durchreiten, dann werden die auch vergiftet, dann sterben die irgendwann und dann Bewegung, sind los. Die wieder vergiftet. Gib den Weg gut. Frei! Das ist so gut. Du bist kein schöner Anblick. Ah. Ach, schön. Wer war das? Bleib hinter mir, Ned! Schön nach uns so. Hey, was? Er schafft nie mehr Zeit! Ich muss. Na, gut, dann war's das jetzt. Man muss ja auch mal gut sein lassen, ne? Ja, und das lassen wir jetzt. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bei der nächsten Folge oder in der nächsten Folge muss ich glatt mal gucken. Wir haben ja hier noch so ein paar kleine Nebenquests und dann schauen wir uns wahrscheinlich erstmal hier drüben das große Saqqara-Gebiet an. Und ich glaube, eine Hauptquest können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch machen. Nämlich hier diese Eidechse, diese Echse. Das können wir beim nächsten Mal noch machen. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr jetzt. Und überhaupt. Dann. Cheerio. Macht's gut.